Also ich habe eine Frau aus der geistigen Welt und das Erste, was sie mir gezeigt hat, ist, dass sie unterschiedliche Krankheiten oder unterschiedliche Beschwerden gehabt hat. Das Erste, was sie gehabt haben muss, ist ein Hörproblem und zwar auf dem rechten Ohr. Ich hatte hier sowas wie einen Druck, ob sie entweder, das kann ich noch nicht genau sagen, entweder zum Schluss auf dem einen Ohr schlecht gehört hat oder etwas länger auf dem einen Ohr schlecht gehört hat. Aber es fühlt sich so an, als ob es nicht das gesamte Leben war, sondern eher im Alter. Dann hat sie mir gezeigt, dass sie ein Magenproblem hatte. Also irgendwas ist mit dem Magen, weil ich habe einen unglaublichen Druck im oberen, also im Magenbereich. Und ich habe auch sowas, entweder hat sie Sodbrennen oder dauernd Aufstoßen gehabt, aber es war wirklich auch nicht nur der Magen an sich, sondern alles, was mit diesem Magentrakt zusammenhängt. Sie muss eine Zeit lang im Krankenhaus gewesen sein, konnte dabei aber schlecht laufen, weil sie hat sich immer mit so einem, oh Gott, wie heißt das Ding? Mit so einem Wägelchen gezeigt, wo so Infusionen dran hängen. Da muss sie durch die Gegend geschoben sein. So, was sie, ich hatte zwei Namen. Und zwar habe ich den Namen einmal Heike gehört und einmal Elisabeth. Das heißt jetzt nicht, dass es ihr Name ist. Es kann sein, muss aber nicht. Es kann aber sein, dass der Name irgendwo ins Umfeld gehört. Ja. Ihr habt jetzt gerade die Hände gehoben, das heißt, ich würde gerne mit euch arbeiten. Das heißt aber auch im Klartext, dass wenn ihr alle diese Informationen jetzt schon verstehen könnt, habe ich hier drei Mütter stehen. Ja. Versteht ihr auch die Namen? Ja. Wie gesagt, Ja. macht mal auf, es kann sein, dass euch im Nachgang einfällt, ach, Elisabeth war die Nachbarin. Versteht ihr? Das Gefühl, was sie mir gibt, was mir deine Mutter gibt, ist, dass es ein Auf und Ab in ihrer Krankheitsgeschichte gab. Ja. Ja. Es fühlt sich so an, als ob es schon mal kurz so aussah, als ob sie es nicht überleben würde, aber dann ging es irgendwie noch mal weiter. Ja. Ja. Und es fühlt sich an wie ein Gott sei Dank. Es muss ihr tatsächlich so schlecht gegangen sein zum Schluss. Ich habe auch einen ganz trockenen Mund. Ja. Es fühlt sich tatsächlich so an, so nach dem Motto, Gott sei Dank, sie ist jetzt erlöst. Und ich habe auch das Gefühl, es war jemand bei ihr, als sie gestorben ist. Ja. Ja. Weil sie zeigt auf, dass noch jemand bei ihr war und dass sie begleitet wurde, aber nicht nur von denen hier, also von euch hier, sondern auch, dass sie begleitet wurde von der geistigen Welt. Sie muss entweder eine Schwester oder eine Freundin in der geistigen Welt gehabt haben, die vor ihr schon gegangen ist, die wie eine Schwester oder eine Freundin ist. Ja. Ich kann es gar nicht wirklich auseinanderhalten, weil es ist so eng zwischen den beiden. Es ist wie Schwester, ist vielleicht sogar Freundin, versteht ihr? Weil das fühlt sich so an, als ob das ein großes Wiedersehen war, dass sie ausgerechnet von diesem, ja, so geliebten Menschen abgeholt wurde. Ja, kann ich Es mir zeigt auch vorstellen. auf, dass ihr euch gefragt habt, wer holt sie ab? Und gegeben haben, dass diese Freundin, diese Schwester kommt und holt sie ab. Ja. Es muss ein Bild geben, wo beide drauf sind. Ja. 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 Und es muss auch nicht nur ein Bild geben, sondern mehrere Bilder, weil sie müssen sich auch schon sehr lange gekannt haben. Also wenn es Schwester ist, sowieso. Aber ich habe so verschiedene Epochen mit Bildern, wo sie drauf sind. Ja. Ja. Und es sieht so aus, als ob beide so mittellange Haare haben. Versteht ihr jetzt auch? Ja. Ja. Und eine hat, ich kann jetzt die Haarfarbe nicht genau sagen, ich bin ja immer nicht so gut mit dunkelblond oder sowas, aber das sieht auch aus, als ob die Haare so leicht gewellt sind. Ja. 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 Leicht, ja. Und die Leicht. sind wirklich auf diesem Bild und es fühlt sich auch so an, als ob es nicht wirklich typisch ist, aber die sind ganz eng beieinander und haben richtig Spaß, so als ob das ein Schnappschuss gewesen ist. Weiß Denkt nicht. dran, es kann sein, dass ihr das nicht auf dem Schirm habt und erst gucken müsst, okay? Sie geht jetzt nochmal zurück auf den Moment ihres Todes und zeigt deutlich auf, dass nach dem Tod, und es muss schon so ein bisschen Kampf gewesen sein, Ja. ja? Weil sie zeigt auf, dass sie ein
entspannten Gesichtsausdruck hat. Und sie zeigt auch auf, dass sie im Gesicht angefasst wurde und geküsst wurde. Ja. Eine von den beiden hat Stehrühmchen gesammelt. Wisst ihr, was es ist? Nein. Nein. Okay. Sind so kleine Figurenkram, die Ja. man so hinstellen kann. Ja. Ja. Also das, was ein Mensch heute, wo er sagt, was braucht der Mann denn so ein Kram? Sowas, versteht ihr? So kleine Figuren. Ja. Und Ja. die Dinger gibt es heute noch. Und es fühlt sich so an, als ob das verteilt worden ist. Ja. Dass sie sagt, du hast unglaublich viel für mich in den letzten Monaten getan. Ja. Dir komme ich gleich, ja? Es muss für dich wirklich eine große Belastung sein, aber sie zeigt es so, als ob du es versucht hast, nicht zu zeigen. Richtig, ja. Und sie möchte sich bei all dem, was du getan hast, bedanken. Es ist ihr wichtig, dass du das weißt, weil das fühlt sich so an, als ob sie das nicht mehr sagen konnte. Ja. Ich habe auch das Gefühl, als ob sie sowieso nur die letzten Stunden wirklich nur noch gelegen hat, wie so ein bisschen im Delir. Genau, ja. Ja, okay. Sie möchte dir sagen, dass alles, was du gesagt hast, du musst gesagt haben, wie sehr du sie liebst. Du musst ihr zugeredet haben, dass es okay ist, wenn sie geht. Du musst ihr zugeredet haben, dass wenn sie geht in die geistige Welt, sie keine Sorge haben muss. Verstehst du das auch? Und sie zeigt mir deutlich auf, dass sie unendlich dankbar dafür ist, weil du hast ihr den Weg in die geistige Welt geebnet. Du hast ihr wie das Tor geöffnet, weil sie selber wollte eigentlich über den Tod und so gar nichts hören. Ja. Sie möchte dir Danke sagen und sie möchte dir sagen, es tut ihr leid, dass es so belastend für dich war. Aber sie sagt, sie wusste oder kann jetzt sagen, dass du halt auch eine starke Persönlichkeit bist. Und das fühlt sich immer so an, als ob du der Einzige gewesen wärst, der das hätte durchhalten können, weißt du so? Ja, genau. Darf ich? Danke. Und Und bitte. du sollst auf dich aufpassen, das soll ich dir auch noch sagen. Ja, mache ich. Danke. Aber nicht nur mache ich, sondern tatsächlich, okay? Ja, war ja. Sag mal, rauchst du? Ja, und viel. Gut, dann weißt du jetzt, warum sie das gesagt hat. Bin ja hier Mhm. nicht der Richter, ich wollte es nur erwähnt haben. Renate, das Gefühl, was deine Mutter mir gibt, ist, dass es noch Sachen gibt, die nicht mehr zwischen euch ausgesprochen werden konnten. Verstehst du das? Ja. Also so, als ob Sachen nicht mehr gesagt werden konnten, Dinge nicht mehr bereinigt werden konnten. Und es fühlt sich auch so an, als ob es dir manchmal ein Problem macht, weil du dich mit diesem Schmerz trägst. Ja, das stimmt. Deine Mama zeigt mir, dass es mit ihr nicht immer einfach war. Und sie sagt auch, dass vieles, obwohl man ja immer als Kind anders sein möchte wie die Mutter, aber sie lächelt jetzt und sagt, wir sind uns so ähnlich. Schön. Möchte, dass du weißt, dass es nichts gibt, für das du dich wirklich schuldig fühlen musst. Es ist ihr wirklich wichtig. Sie sagt, es tut ihr unglaublich leid. Sie zeigt mir auf, dass es in ihr im Leben nicht wirklich möglich war oder dass sie nicht in der Lage war, wirklich Emotionen zu zeigen. So als ob sie nicht in der Lage war, zu drücken und zu zeigen, wie sehr sie dich liebt. Sie ist schon eine Zeit in der geistigen Welt. Sie gibt mir eine 5. Ja, Verstehst du ja, die 5? ja. Und sie sagt, sie hat verstanden, dass sie vieles hätte anders machen können und es tut ihr leid. Sie hat ein schweres Leben gehabt. Aber es tut ihr leid, dass sie dich wieder mit reingezogen hat, anstatt dich wirklich dein Leben leben zu lassen. Es ist okay. Ich darf dir sagen, sie liebt dich. Und auch wenn das jetzt vielleicht nach zu wenig zu spät klingt, so ist es wirklich wichtig für deine Seele, dass du das weißt. Du hast nichts falsch gemacht. Das möchte sie, dass du es weißt. Okay? Und Ja. sie dankt dir von ganzem Herzen, dass sie bei dir sein darf. Und trotz alledem, was passiert ist, lädst du sie ein, dass sie da sein darf. Ja, Und ich dafür danke verstehe es. ich von ganzem Herzen. Danke. Nimm ihre ganze Liebe. Ja, danke schön. Danke.